Harnik. Da ist die Schussposition für Harnik. Und wenn man ihn so alleine lässt, dann schlägt es ein. Der Ball, Harnik ist da und er macht das Tor, weil Müller hilft. Stuttgart führt mit 1:0. Die schlägt Harnik und Ausgleich! Das ist sehr gut gemacht und hinten die Möglichkeit für Harnik und es ist Tor durch Martin Harnik. Der VfB führt früh mit 1:0 in Sitzzeit.